Herzlich willkommen zu dieser neuen Splatoon 2 Folge. Eigentlich wollte ich heute was Besonderes machen, habe ich jetzt doch nicht gemacht. Das Besondere wird dann mit ein paar anderen Sachen eher an Weihnachten kommen. Also vermutlich kommen an Weihnachten dann relativ viele Videos raus. So der Plan. So, oder irgendwie sowas in der Art. Ich muss mal schauen, wie ich es dann noch genau machen will. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wollte ich erzählen, dass wir sowas Besonderes machen, aber ja, ich glaube, ich mache jetzt eher. Das war blöd. Mach jetzt eher. Ja, jeden. Ja, einfach an Weihnachten dann das ganze Zeug. Und ja, Basti und Time sind beigetreten. Ich bin zurzeit irgendwie immer. Ich nutze zurzeit irgendwie immer richtig spät die Aufnahmen auf. Also. Kann. So. Ja, ich habe hier entschieden, dazu die Waffe zu nehmen. Das war blöd, da hätte ich locker noch einen mit erwischen können. Aber was soll's. Ja, jetzt kommt schon länger kein Splatoon mehr. Heilen Sieg muss auch noch irgendwann kommen und blablabla ist das. Genau. Wir haben uns beide absolut nicht getroffen. Weil Time hat eine höhere Feuerrate. Ja, freudig. Wow. Was ein Grund zum Freuen. ja. Guck mal, wie das Splatoon. Wow, ich bin mitten drin, toll. Wunderbar. Wie so mega weit auf der Seite eines von diesen Dingern landet. Na egal. So, du wirst schön abgefrühstückt. So, falls hier irgendwer durch möchte. Ich treffe ihn absolut nicht, okay. Pech, aber jetzt muss er jetzt down. Naja, was soll's. So. Ach. Junge, Basti, du bist so ätzend, wirklich. Na. Ja, was soll's. Ja, wie gesagt, kommt mal wieder eine. Also, wieso haben die alle auf einmal so eine riesen Reichweite? Die haben eine viel größere Reichweite als eigentlich. Als ihre Waffe haben sollte. Oh nein. Seht ihr? Hä? Keine Ahnung, irgendwie verähm ich total. Ich weiß nicht wieso. So. Nehme ich glaube ich auch einfach nur gleich eine Ekelwaffe, einfach nur. Um Time und Bust zu ärgern. Ich habe euch getötet. Wow. Ich will sie immer nur einen an. So. Na, wow. Wow, Basti hat halt den kompletten Ekelblaster. Wow. Was soll's. Und 48,2 zu 39,2. Tja, gewonnen. So. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Und. Ich spiele zurzeit echt relativ wenig Splatoon, muss man schon sagen. So, das ist auf dem Hotel in Yubutun. In einer neuen Runde. Und irgendwie jede Map, also die neuen Maps, die rauskommen, sind immer groß. Und die alten Maps werden immer größer gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, toll. Ich muss niesen. So. Wow, Basti. Wow. Einfach nur wow. Du wirst mich nicht bekommen. Der da oben ist. So, denn. Naja, fast hätte ich ihn bekommen. Na, wow. Der ist mit der Kugel hinterher und ich konnte entkommen. Ja, wer kam von oben, da konnte ich relativ wenig machen. Ich hab's probiert, aber hat nicht ganz geklappt. Boah, ich werde dich so töten. Danke. Ja, komm! Basti, das ist echt eklig von dir. Einfach nur eklig.
Ich weiß, ich spiele auch Turbo Blaster, aber... Ich meine, ich weiß ja, dass der Turbo Blaster eine Ekelwaffe ist. So. Boah. Ha. Zack und weg. Ja. Dich habe ich. Und ich will sich an. Das Gute ist, man kann die Leute auf Distanz halten. Mit meiner Waffe. Danke. Und es läuft ganz gut. Ich wollte eigentlich mal mehr einfärben, aber habe ich halt das nicht geschafft. Wow. Ja, ich habe drauf gesetzt, dass er keinen One-Hit schafft, aber nicht mal einen Two-Hit. Okay. Das wundert mich jetzt schon. Na, mal sehen. So. Ja, ich habe ihn schon gesehen, aber wie immer, muss man mit dem eigentlich nur zweimal daneben schießen und es reicht schon? Weil bekommt es nicht so voll, als ob er mir einen Direct-Hit gibt. Weil mit normalen muss man ja dreimal daneben schießen, um jemanden zu töten. Ja, wow. Was soll ich tun? Der Regen hat mich halt noch getroffen. Naja. So. Und das Ergebnis von der ersten Runde ist 48,8 zu 46,4. Okay. Ja, ich sag's gerne nochmal, das Splatoon-Solo-Turnier findet dann heute in 2 Wochen vermutlich statt. Und, kritisch, gell, Basti, du mit deinen 7 Kills, ich mit meinen 12. Kommst du leider nicht ansatzweise dran. Ach, okay, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der dritten Runde. So, dann sind wir wieder auf der Hotel New Toon. Interessanterweise. Und ja, ab geht's in die nächste Runde. Übrigens, falls ihr interessante Ideen für Splatoon 2 Challenges habt, habt damit in die Kommentare. Ich habe ja noch ein, zwei Challenges, die ich noch machen kann. Aber ja, wie gesagt, falls ihr Ideen für Challenges habt, dann... Ja, wow. Die Ult ist so scheiße. Wieso sollte man die benutzen? Ich benutze sie nur, weil ich bei der Waffe, die andere Ult, die Waffe hat, mega, also absolut nicht mag. Aber die Ult ist so scheiße. Ich verstehe nicht, wieso man die benutzen soll. Boah, Junge. Es gibt keinen Grund, wieso man die Ult nutzen sollte. Die ist nur nervig. Die kann nix. Ich meine, die zählt sowas von zu den schlechtesten Ults in dem Spiel. Immer wird jeder Kill mal wieder weggeschnappt. Ja, wow. Boah, du bist eine Rolle, du kannst mich überrollen. Also, 10 von 10 Punkten. Also wirklich. Mega viel Skill. Also, oh, das war richtig viel Skill. Der ist für mich drüber gerollt, habt ihr eben gemerkt. Boah, also, mehr Skill geht gar nicht. Ich kann über Gegner drüber rollen. So. Boah, Alter, geh mir nicht auf die Nerven. Hallo, Bombe. Ja, das Problem, wenn man zu schlecht ist. Mit dem Roller. Und einfach nur über die Gegner drüber rollen möchte. Kritisch, ne? Boah, also. Entschuldigung, aber ist schon echt schlecht. Mit dem einfach nur rollen. Und irgendwie, ich bin drauf. Immer wenn er schießt, dann bin ich kurz nicht drauf. Aber sonst habe ich ihn die ganze Zeit anvisiert time. Aber wenn er auf ihn drauf ist, weil die hat ja jetzt nicht die höchste Feuerrate. Und immer wenn ich auf ihn drauf war, kann keinen Schuss. Lächerlich.
So, möchte ich irgendwie lang pushen. Dann mach's ich halt. Auch wenn ich dann vermutlich wieder von 1000 Leuten angegriffen werde. So. Wo ist jetzt der Roller? Der hat auch keinen Bock mehr. Seht ihr, ich bin drauf und nur weil seine Waffe eine höhere Feuerrate hat. Das ist so lächerlich. Ich habe ihm 2 Hits gegeben. Dann bin ich auf ihn drauf. Es kommt einfach kein Schuss raus. Dann bin ich weiter auf ihn drauf und dann connecte nochmal was. Wow. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur noch lächerlich. Und ich glaube, ich glaube, unser Team hat gewonnen. Jo. Okay. Dann geht's. Auch schon sofort in die letzte Runde, genau. Und ich kann mit der Waffe echt nicht viel einfärben. Aber ist jetzt auch nicht so die Einfärbwaffe. So. Ja, ab in die letzte Runde. Ab in die letzte Runde. Joa. Mal schauen, was jetzt passiert. Und ich darf wieder gegen beide spielen. So. Ich halte es aber mal auf, die ganze Zeit auf irgendwen loszugehen. Obwohl ich ja schon wieder ein paar Sprüche hätte. Aber jetzt möchte ich einfach nur ein bisschen runterspielen. Vielleicht kann ich sogar in der Runde, ich versuche jetzt eher, ein bisschen auf Einfärben zu gehen. Immer wenn ich das sage, dann färbe ich richtig wenig ein. Hä? Du konntest mich nicht mal treffen. Hä? Hä? Okay. Wie auch immer die jetzt connected haben. Ja, aber wenn, okay, wenn Basti ist good back, dann, na. Nee, dann, Entschuldigung, aber dann gibt's keine Gnade. Junge, wenn du... Oh, es ist so lächerlich, wenn er hinter uns ist. Ach, Mann. Möchte ich mir einmal viel einfärben und dann ist irgend so ein... Ja, oh. Irgend so ein lächerlicher Gegner hinter uns. Wow. Einfach nur wow. Alter, nerv mich. Hier, seht ihr, ich bin drauf und es nur weil... Es connected nichts! Ich war auf dem Gegner drauf und es hat nichts connected. Es hat einfach nichts connected. Ich war auf dem Gegner drauf. So. Und dann... Boah, und am meisten triggert mich ja dieser... Hier, ich bin auf dem Gegner drauf. Es connected nichts. Es connected nichts. Immer wenn ich einen Gegner anvisiere, dann wird die Feuerrate... Irgendwie geht auf einen Schuss die Sekunde runter. Seht ihr, was ich meine? Ich bin drauf. Ich war drauf und es hat aber nichts connected. Boah, ist so lächerlich. Ja, du hast mich anvisiert. Was bringt dir das? Du siehst mich so oder so. Wow. Ey, die Feuerrate von der Waffe ist so lächerlich. Also teilweise, nur wenn man die Gegner anvisiert, dann kommt kein Schuss raus. Alter Time, du gehst mit deinem Anvisieren so auf die Nerven. Mit deinem Anvisieren, mit deinem Aufdecken. Weil es halt nichts bringt. Hier, ihr seht schon wieder. Na. Wow. Einfach nur wow. Ich weiß, meine Waffe killt nicht so schnell, weil sie halt 4 Schüsse braucht. Aber das heißt nicht, dass es deshalb die Ding mega in den Keller gehen muss. Ja. Und ich krieg auch nie den letzten Hit. Das ist nie mein Kill, weil ich nie den letzten Hit abkrieg. Oh, okay. Ich mache das Squidback jetzt einfach nur. Einfach nur, um sie zu demütigen. Seht ihr, einmal war sie okay. Einmal ging die Feuerrate. Aber jetzt, wenn ich auf Basti drauf bin, geht sie schon wieder nicht. Na, zum Glück bin ich froh, dass man Leute bannen kann dafür, dass man den Account von ihnen sperren kann, wenn sie Squidbaggen. Ist von Nintendo offiziell so, darf man machen. Von daher, Basti, freu dich, wenn morgen dein Account gesperrt ist. Ich meine, ich muss nichts beweisen, ich hatte vorhin mehr Kills als die, auch wenn ich jetzt getriggert bin, ich hatte vorhin mehr Kills, also was will mir Basti mit seinen 10 Kills? So, war's auch schon mit der Folge. Maximum getriggert. Zurzeit ein bisschen blöd, weil ich zurzeit relativ viel Stress habe.
Und dann schauen muss, wann ich streamen kann, wann nicht. Ja, generell, also nicht streamen, sondern halt vor allem Videos, weshalb auch, ja, Videos in letzter Zeit relativ oft zu spät kommen. Weil eigentlich, lade ich ja normalerweise um 16 Uhr hoch. Aber, ja, dann kommen sie teilweise auch einfach zu spät. Und, ja, spätestens in 2 Wochen sollte es dann vorbei sein. Dann wird ja dann noch das Solo-Turnier sein und, ja. Könnt ihr schon mal drauf freuen, dann würde ich sagen, das erste Advent. Cool, cool. Und ja, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Stream und das muss ich irgendwann mal abholen und ja, ciao, ciao.